Diese Amateuraufnahmen machen deutlich, der Hagelsturm, der am Wochenende über Teile von Texas niedergegangen ist, war heftig. Die Hagelkörner, die auf Autos und Gebäude niedergingen, sollen Augenzeugen zufolge teilweise so groß wie Baseballbälle gewesen sein. Dazu gab es einen heftigen Sturm. Autos wurden verbeult, Scheiben gingen zu Bruch. Wie groß die angerichteten Schäden sind, kann derzeit nur geschätzt werden. Nach lokalen Medienberichten gibt es aber glücklicherweise keine Verletzten.